Wiener Motorensymposium 2022. Ich sitze hier mit Professor Fritz Indra. Das wievielte Motorensymposium ist das für Sie? Oh, ich glaube, ich habe alle mitgemacht. Sie haben alle mitgemacht, großartig. Das sind wir haben über 40. Über 40 Jahre, ne? 40 Jahre hatten wir, glaube ich, kurz vor Corona. Ja, ich war auch oft Keynote-Speaker hier. Ja. Und, aber wenn man alt wird, ist man, wenn man nicht mehr richtig im Geschäft drinnen ist, ja, dann wird man nicht mehr als Keynote-Speaker aufgerufen. Ja. Aber das macht nichts. Ich bin nach wie vor dabei. Man kann hier sehr viel an Erfahrungen gewinnen. Ich bin ja noch beratend tätig. Und das Schöne an dem Symposium war, dass es eine Wiedergeburt der Verbrennungskraftmaschine gibt. Ja. Und auch alle Vorträge haben offen gelassen, wie es wirklich weitergeht. Ich bin sicher, dass der Verbrennungsmotor heute eine Wiederauferstehung erfahren hat. Und die wird sich weiter fortsetzen. Das war eine ganz interessante Geschichte. Es wurden auch neue Motoren vorgestellt. Eine Evolution des VW-Motors, des EA211, ein neuer Motor von GM. Diese Motoren werden ja noch sehr lange auch gebaut, ja? Ja, natürlich. Also das ist, dieser VW-Motor ist sowieso mein Lieblingsmotor überhaupt. Der TSFI-Motor, ursprünglich vom Demelbauer entwickelt. Ja. Und der ist ein hervorragender Motor. Also wenn ich heute noch einmal einen Motor entwickeln dürfte, ich würde ihn genauso machen. Und er ist ja auch so toll, dass sie ihn jetzt Evo 2 getauft haben, ja, noch einmal weiterentwickelt haben. Ja. Und wie Sie sagen, der wird noch lange, lange, viele Jahre, Jahrzehnte wird der am Markt sein. Und dafür brauchen wir dann die synthetischen Kraftstoffe. Die haben heute auch eine Auferstehung gefeiert, würde ich sagen. Ganz genau. Der Verbrennungsmotor, sagen Sie, hat eine große Zukunft, aber nicht mehr angetrieben oder nicht mehr ausschließlich durch fossile Kraftstoffe. Ja, genau so ist es. Ja. Interessanterweise spielte auch der Wasserstoffverbrennungsmotor wieder eine Rolle. Wir erinnern uns ja, dass BMW an diesem Konzept vor allen Dingen entwickelt hat bis in die frühen Nullerjahre und dann verschwand es, ja? Ja, der Wasserstoff-Pkw, den BMW damals gemacht hat, das war vielleicht ganz interessant. Aber im Pkw kann der Wasserstoff nicht funktionieren, weil das Wasserstofftanksystem nicht funktioniert. Ja. Das ist so kompliziert. Beansprucht so viel Platz, weil dieser Wasserstoff ja irgendwo vorrätig gehalten werden muss in riesigen Tonnen und dann muss man ihn verdichten, immer wieder zwischenkühlen, runterkühlen, wenn man einfüllt auf minus 40 Grad und dann ist der ganze Wirkungsgrad auch wieder da. Ja, apropos Wirkungsgrad. Es wird ja immer mit Wirkungsgrad argumentiert. Das ist vielleicht das letzte große Argument für den Elektroantrieb, oder? Wie wichtig ist denn der Wirkungsgrad letztlich für den Kunden? Welche Rolle spielt er fürs Klima? Das meiste hasse ich immer, wenn die Leute sagen, der Wirkungsgrad vom Elektromotor ist so gut, das stimmt natürlich, und dann verbrennt es so schlecht. Aber das sagen nur die Leute, die nicht gesamtheitlich denken können. Ja. Ich muss also die ganze Kette sehen, von der Entstehung, vom Transport. Wenn man das macht, dann ist der Elektromotor gar nicht mehr so interessant. Ja. Dann werden die Verbrennungsmotor viel interessanter, vor allem mit diesen neuen Kraftstoffen. Ja. Und dann ist der Wirkungsgrad, da ist Potenzial drin. Das wurde heute mehrfach gezeigt. Und schön ist auch, dass die Formel 1 heute ein Wegbereiter ist für neue Kraftstoffe. Ja. Die fahren schon diese hohen Verdichtungen 16:1, ja, wie auch die neuen Motoren, die heute vorgestellt werden, die schon Wirkungsgrade dann haben, 50 und über 50%. Und das sind die heutigen Formel-1-Motoren, auch schon über 50%. Also die Formel 1 oder der Motorsport hat jetzt die Chance, wieder zu einem Wegbereiter zu werden für neue Technologien. Zum ersten Mal seit langer Zeit im Grunde, dass der Rennsport wieder Impulse in die Serienentwicklung bringt. Ja, ewig nicht mehr. Ja. Hat der E-Motor aus Ihrer Sicht eine Berechtigung in bestimmten Segmenten oder für bestimmte Produkte? Ich denke mal Kurzstrecke, Roller etc. Ich habe ja den Herrn Ulbricht gefragt, es stagniert jetzt die Zulassungszahl für neue Elektroautos bei 13, 14, 15%. Ja. Das war schon letztes Jahr so. Und es scheint so zu sein, dass jetzt alle, die ein Haus haben, eine Garage haben, die aufladen können, das sind auch ungefähr 15% in Deutschland oder Österreich. Und die haben schon alle ihre Elektroautos und die Reichen haben auch schon alle ihren Tesla. Also es wird unheimlich schwer sein, diese 14-15% überhaupt zu überbieten. Ja, also ich habe noch keinen Tesla, aber mir hat der Elektriker auch gesagt, ich müsse mein Haus neu verkabeln lassen. Ja, das ist,
Das ist, gibt eine gewisse Gruppe. Ich sage mal, wenn sich das so bei 14-15% langfristig einpendelt, dann macht es vielleicht Sinn, kleinere Elektroautos und im stadtnahen Bereich. Aber ich glaube nicht, dass das weit darüber hinausgeht und diese Ziele, die da immer genannt werden, alles elektrisch, das halte ich für völlig absurd. Was würde das denn überhaupt für die Umwelt bedeuten in der Gesamtbetrachtung, wenn jeder elektrisch fahren würde? Na, es wäre überhaupt eine Katastrophe, weil das Elektroauto überhaupt keinen Beitrag leistet zum Klimaschutz. Das wird ja immer übersehen. Das Elektroauto muss ja mit Strom getankt werden, das ist zusätzlicher Strom. Und der kann nur in kalorischen Kraftwerken hergestellt werden. Ja. Also ist das Elektroauto immer schmutzig. Und es wird noch lange bleiben, weil wir keinen überschüssigen, sauberen Strom haben und ewig auch nicht haben werden. Das ist also dementsprechend gar nicht richtig, da mit dem Strommix zu argumentieren, sondern man muss mit 100% schmutzigem Strom, in Anführungszeichen, argumentieren. Die Vertreter der Elektromobilität rechnen immer falsch mit dem Strommix, aber das ist es nicht. Und dann schaut es natürlich besser aus, aber das ist genauso wie die Herstellung der Batterien. Ne? Die folgt auch mit dem dreckigsten Strom überhaupt in China, Kohlestrom. Ja. Und das muss man alles mit bewerten, und wenn man das macht, bleibt vom sauberen Elektroauto überhaupt nichts über. China ist ein gutes Stichwort. China wurde lange Zeit als Treiber der E-Mobilität dargestellt. Ja, China ist mein Lieblingsland inzwischen. Die Chinesen haben lange gesagt, ja, das ist die Zukunft. Ja. Dann haben sie die Deutschen da in die Falle hineingelockt. Ja. Die haben alle investiert wie verrückt. Und jetzt sagen sie, nee, das ist doch nicht das Richtige. Und sie hören dieses Jahr, Ende dieses Jahres auf mit der Förderung. Ja. Man muss verstehen, die Chinesen nehmen alles mit. Die machen alles, was Geschäft ist. Und die sind damit voll technologieoffen. Und das ist das Riesenproblem von Europa, dass sie politische Planwirtschaft machen. Ja. Elektroauto only. Und das ist fürchterlich. Und das ist ja auch wieder die Demokratie. Eine Basis der Demokratie ist Gedankenfreiheit. Steht im Grundrecht drin. So, und hier wird gesagt, es gibt nur Elektroauto. Ja, soweit ich weiß, sind wir dazu nicht befragt worden. Nein, es ist wirklich so. Ja. Und das ist absolut unmöglich. Und die Chinesen sind da viel cleverer. Die erlauben alles. Die fangen auch ein bisschen an mit dem Batteriewechsel da, mit dem Literkarten der Agassi. In Israel hat es schon einmal gemacht. Die Chinesen nehmen alles mit. Und sie hören jetzt richtigerweise auf mit der Förderung. Ich kann nur hoffen, dass der Habeck in Deutschland seine Ankündigung wahr macht, das mit den Plug-in-Hybriden, die überhaupt kein zum Ende des Jahres, und auch die Förderung der Elektroautos stufenweise runterfahren. Und dann haben wir auch wieder dieselbe Basis für alle Technologien. Und dann wird die Elektromobilität natürlich noch unattraktiver, als sie eh schon ist. Ja. Wie ist denn der Diskussionsstand in Deutschland, in Österreich, wo Sie auch, Sie haben auch Verbindung natürlich in die USA, auch dort haben wir nochmal eine andere Situation. Nicht? Ja, die Amerikaner haben gerade Ford bekannt gegeben, es wird nach 2040 wird noch ganz viele Elektroverbrenner, also Verbrennungsmotoren geben. Und der GM macht genau dasselbe. Ne? Die Amerikaner sind da auch viel pragmatischer als die Europäer, die sich über die EU also festgelegt haben auf Verbrennungsmotor nur, aber, weiß nicht, ob Sie das auch heute schon gehört haben, angeblich will jetzt die EU die synthetischen Kraftstoffe als klimaneutral umwandeln. Und wenn das kommt, dann ist das Elektroauto erst recht tot. Ne? Weil dann ist ein Verbrenner mit so einem synthetischen Kraftstoff natürlich sauberer in der Summe, gesamtheitlich betrachtet, als jedes Elektroauto. Jetzt argumentieren natürlich einige, auch diese These haben wir ja gehört, dass Europa jetzt die Chance hat, sich endlich mal in einer Technologie an die Spitze des Fortschritts zu setzen. Sie glauben nicht dran? Nein, das Schlimme ist, dass die Leute nicht kapieren, dass das Klima ein globales ist. Und es nutzt überhaupt nichts, wenn jetzt in Deutschland hier ein Elektroauto rumfährt und nichts emittiert, nichts hinten rauskommt. Wenn die China vorher bei der Batterieherstellung riesige Mengen von CO2 in die Luft geblasen werden. Und die Politik muss lernen, jede Art der Mobilität, überhaupt alles, was wir machen, global zu sehen, nicht örtlich. Und in Österreich wird derselbe Fehler gemacht. Und wir müssen alle, wenn wir wirklich was fürs Klima tun wollen, aber man hat ja oft den Eindruck, die Leute wollen, die Politik will gar nichts fürs Klima tun,
nicht für den Menschen, sondern wollen nur ihre politische Richtung machen. Das ist das große Ziel. Ja, es geht jetzt natürlich auch darum, das Gesicht zu wahren und irgendwo die Investitionen zu rekuperieren, wenn ich das mal sagen darf. Das Schlimme ist, dass die Regierungen, die können gar nicht zurück. Weil wenn sie jetzt sagen, hallo, wir haben uns geirrt, kommen sofort die Autofirmen und sagen, ihr habt uns da hineingelockt in die Elektromobilität. Jetzt wollen wir von euch das viele Geld, das wir da investiert haben, das wollen wir wieder zurückhaben. Also es ist eine unglaublich schwierige Situation. Deswegen bin ich nach wie vor der Meinung, nur der Kunde wird das entscheiden können. Und dann ist nämlich keiner schuld. Dann kann die Politik sagen, ja, der Kunde ist schuld, der wollte es ja nicht. Ne? Das sind die außer Obligo. Und die Autoindustrie kann sagen, naja, wenn der Kunde nicht will, dann baue ich halt wieder die Verbrennungsautos. Ne? Aber das ist eine wahnsinnig schwierige Situation. Ja, jetzt haben wir also wirklich, wir haben zwar eben viele neue Themen gesehen, synthetische Kraftstoffe, Verbrenner, aber wir haben auch brutale Statements gehört, gerade von Volkswagen, ein klares Bekenntnis zur Elektromobilität, auch nicht anders erwartet, aber beispielsweise auch gestern von ZF, die Aussage, dass ein neues Getriebe auf den Markt kommt und das würde das Letzte sein. Ja, aber das sind ja alles so Lippenbekenntnisse, weil heute, wenn eine Firma sagt, wir machen nichts mehr elektrisch, fällt sofort der Aktienkurs. Viele dieser Äußerungen, die darf man gar nicht so wörtlich nehmen, sondern es ist so, dass da einfach spekuliert wird, das ist Zukunft, wenn man solche Äußerungen macht, jetzt steigt der Aktienkurs. Und bei Daimler ist man über den Herrn Kolenius gar nicht böse, weil der hat den Aktienkurs hinaufgetrieben. Ja. Dass die zum Plus auch ihre vielen Elektroautos nicht verkaufen werden, das ist egal, aber momentan ist der Aktienkurs so hoch. Und jeder Angestellte und alle, die da beteiligt sind, die kriegen mehr Geld. Haben die Hersteller einen Plan B? Ich bin sicher und ich weiß aus sicherer Quelle, dass jeder der Hersteller heute an Verbrennungsmotoren arbeitet, auch in Europa, in China sowieso. Dort entstehen ja sowieso, und auch die AVL ist da dabei, ganz neue Verbrennungsmotoren mit ganz hoher Verdichtung und Raumzündung haben wir heute auch erfreulicherweise Vorträge gehört. Das heißt, das Symposium hat gezeigt, dass sich da weltweit wieder einiges tut für die Weiterentwicklung der Verbrennungsmotoren. Und das ist das Positive an dem heurigen Symposium. Ja, trotzdem sind ja die deutschen Universitäten oder die europäischen Universitäten, die Lehrstühle in einer schwierigen Lage. Ja, welcher Student entscheidet sich noch an Verbrennungsmotoren? Das liegt an uns zu arbeiten. Und deswegen sind solche Symposien so wichtig, weil das sind ja auch viele Studenten, ne? Dass man da offen diskutiert und dass sich die ihre Meinung bilden. Und das ist unser Job, Ihr Job, mein Job, immer wieder diese Meldungen zu verbreiten, die richtig sind. Und diese Meldungen, die alle politisch gesteuert sind, die muss man möglichst schnell verschwinden lassen, damit sie den jungen Ingenieuren nicht sagen, du musst in die falsche Richtung gehen. Ja. Das ist eine große Aufgabe der Universitäten, das den Leuten klarzumachen, dass es sehr, sehr wohl sinnvoll ist, weiter zu investieren in Verbrennungskraftmaschinen, vor allem mit den neuen Kraftstoffen. Neue Kraftstoffe. Bisher hatten wir diese Dualität ja vor allen Dingen, jedenfalls in der Wahrnehmung, Diesel und Benzin. Ja. Vom Diesel war relativ wenig zu hören heute. Hat der Diesel denn noch eine Zukunft? Naja, natürlich. Ja. Funktioniert ja genauso mit diesen synthetischen Kraftstoffen. Ja. Das ist ja Methanol, Ethanol. Es wird einen wahnsinnigen Hype geben bei diesen Kraftstoffen und vor allem werden zum Beispiel Aramco, heißen die, die haben ja schon angekündigt, dass sie ganz groß einsteigen werden in diese synthetischen Kraftstoffe, weil die haben ja viel Energie, um die herzustellen. Und sie wohnen sind in einer Gegend, wo viel Sonne ist. Also die wollen ja auch weiter im Geschäft bleiben. Und die müssen, wenn wirklich dann kein Erdöl mehr abgekauft wird, was noch lange dauern wird, das Erdöl brauchen wir ja für viele andere Dinge auch, ne? In der Chemie überall braucht man, Medizin überall braucht man auch Erdöl, dann wollen die natürlich nach wie vor Kraftstoff liefern können und das kann nur ein synthetischer sein. Was ist Ihre Prognose? Kippt die Stimmung irgendwann mal? Sie sagen, es hängt am Kunden. Wann wird der Kunde begreifen, dass glaube, die E-Mobilität viel schneller als wir denken, und eigentlich ist das, was ich denn gefragt habe, da
mit den 12,7% letztes Jahr, heuer 13-14% Neuwagenverkäufe für Elektroautos only, das wird nicht steigen. Und wenn das heuer nicht steigt, dann ist der Kipppunkt eigentlich schon erreicht. Dann bleibt es irgendwo hängen da bei den 14-15%. Mit Subventionen ja, die zum Beispiel in Deutschland auf die Lebenszeit eines Autos gerechnet so bei 20.000 Euro plus liegen. Noch viel mehr. Das hat es nie gegeben. Mir hat einer vorgerechnet, ein Steuerberater, der hat jetzt einen Plug-in gekauft, hat ziemlich darin 30.000 Euro in Österreich zahlt der Staat, wenn einer so ein Elektroauto kauft. Das ist unverantwortlich. Das ist rausgeschmissenes Geld. Wir erleben ja zum ersten Mal, dass sich die Parole von der Umverteilung von unten nach oben hier manifestiert mit der E-Mobilität. Naja, weil natürlich die Reichen sich zunächst diese Elektroautos kaufen, als zweiter Auto oder überhaupt ein Tesla. Und dieser Markt ist auch nicht beliebig groß. Die ja jetzt alle da Mercedes, Audi, diese super teuren Elektroautos produzieren, die werden die nicht anbringen, weil die sowas wollen, die haben eh schon ihren Tesla. Und die Leute glauben immer, diese Elektromobilität, egal ob es kleine Autos und billiger oder da, ist ein beliebiger Markt wie vorher. Und das ist er nicht. Dann frage ich Sie noch mal ganz kurz nach dem zweiten großen Thema. Plan B gibt es natürlich. Ja. Beruhigend. Ich frage Sie nach dem zweiten großen Thema, vielleicht noch mal kurz, auch wenn es nicht im Mittelpunkt stand heute und gestern, autonomes Fahren. Der Traum des autonomen Fahrens. Ich habe den Traum nie geträumt. Und vorige Woche hat mir einer ein Video geschickt, ein Flugzeug, der gelandet mit seinem eine Honda Jet was und jetzt wollte er seinen Tesla autonom zum Flieger holen, damit er dort einsteigt. Aber der Tesla ist voll in den Flieger hineingefahren, hat den noch so halb umgedreht und dann hat gesagt, naja, das konnte halt nicht, ein technischer Defekt. Also die wahren Experten, die sagen, es kommt schon deswegen nicht, weil es wahnsinnig teuer wird. Du brauchst so viele Sensoren und es sind immer wieder Situationen, die nicht da sind. Eigentlich nur durch eine Fernsteuerung zu lösen, ne? Also das ist wieder so ein wunderbares Beispiel. Dabei ist es einfach, das ist ein großer Platz, da steht ein Flieger und der Tesla fährt genau in den Flieger hinein, statt dass er stehen bleibt und den Fahrer aufnimmt und dann autonom mit dem Fahrer weiterfährt. Aber es gab auch eine schöne Geschichte eines autonomen Fahrzeugs, das bei der Polizeikontrolle angehalten hat und einfach weitergefahren ist. Ja, das ist so, solange nicht alle Flieger, alle Eisenbahnen, vielleicht auch noch Lkw, voll autonom fahren, kann ein Pkw nie funktionieren. Weil Fliegen autonom ist was ganz Einfaches. Man fühlt man weniger Freiheitsgrade. Aber im Verkehr, Flugzeug hat eine Landebahn, da weiß er, da geht's hin. Aber im Verkehr ist es so viel schwieriger. Ja, aber muss man Autos trotzdem mehr als Flotte denken? Denn als Einzelfahrzeug oder wird das Thema überbetont, übertrieben? Das wird genauso überbetont. Nach wie vor wollen die Leute ihr eigenes, da gibt es ja gewisse Carsharing, da gibt es ein paar Leute, die machen das, sagen die Schweizer auch, so 3-4%. Aber die Leute wollen nach wie vor ein Auto persönlich haben und die Anzahl der Autos nimmt immer zu. Seit zig Jahren, jedes Jahr gibt es immer mehr Autos. Deutschland, Österreich, genau das. Ja, interessanterweise hat ja der Renault-Chef Luca de Meo gestern gesagt, dass trotz der eines vermeintlich vielleicht steigenden Anteils von Elektroautos der Verbrenner den Peak noch gar nicht erreicht hat. Nein, sicher nicht. Der kommt, das hat er gesagt. Ja, hat er gesagt, in welchen Jahren es erreicht? Nee, aber er hat recht. Ne? Ja, vielleicht noch eine Frage. Was ist das Endgame? Warum diese Fokussierung auf E-Mobilität? Was wollen die Politiker? Gute Absichten oder wollen die Mobilität abdrängen? Nein, das Problem geht zurück auf den Dieselskandal. Und dann war die Politik angeblich so beleidigt von der Autoindustrie, dass sie gesagt hat, jetzt sagen wir euch, wo es lang geht, nämlich elektrisch. Und die Autoindustrie hat damals versucht, das auszureden der Politik. Aber die haben dreimal versucht, nicht gegangen. Und die Regierung hat natürlich diese ganzen Konsequenzen. Das sehen wir ja jetzt erst mit den Rohstoffen, ne? Mit dem Recycling. Es funktioniert ja nicht. Ja. Und das wussten die alle nicht. Aber das sind jetzt alles so Mosaiksteine,
die der Kunde, der mögliche Kunde mitkriegt. Wiedersehen. Die der mögliche Kunde mitkriegt und der jetzt sagt, ja, ich würde die Umwelt gar nicht, wenn das Recycling nicht funktioniert, wenn ich einen dreckigen Kraftstoff habe. Und das sind die Mosaiksteine, die den Kunden davon abhalten, diese Elektroautos im großen Stil, wie VW produziert, zu kaufen. Und die bleiben auf ihren Autos sitzen. Da bin ich voll dabei. Ja. Was wäre das ideale Auto für den Normalbürger? Der hat natürlich immer ganz andere Bedürfnisse. Welches aber was gefällt Ihnen? Nein, welches klassisch angetriebene Fahrzeug? Hat eine Familie, hat er keine, braucht er Kofferraum, braucht er nicht. Sind die Kinder noch im Haus oder sind sie schon weg? Ja. Schwer zu sagen, aber sind wir doch froh, dass wir uns noch das Auto kaufen können, das wir gerne haben und nicht per Diktatur gesagt werden, nur Trabi oder Wartburg. Ne? Noch können wir uns ja das Auto kaufen und wie mit dem Wohnen auch. Ne? Wir wollen ja auch die Wohnung oder das Haus kaufen, was wir wollen. Und nicht sagen, 50 Quadratmeter ist genug. Ja, interessant fand ich ja schon, dass das Thema Leistung mal sehr hoch gespielt wird. Der VW-Vorstand Ulbricht sprach von einem 0 auf 100 Wert von 3,5 Sekunden für das neue 4,70 Meter Auto. Da fragt man sich natürlich, was soll das? Ja, viel Feinstaub. Ja, sicher. Die Autos sind sauschwer, beschleunigen gut, ist alles Abrieb. Ne? Ja. Bremsen muss es auch. Also, da haben wir ja dann den Vorwand für die nächsten Fahrverbote. Ich meine, dieses Beschleunigen ist schön, aber wie oft steht man denn irgendwo in der ersten Reihe und darf auch schnell fahren? Das passiert, der Start geht halt bis 50 hin ne? Und dann muss er eh schon wieder trotteln. Also dieses elektrische Fahren hat schon was für sich. Aber es ist nicht so, dass die breite Masse sagt, das muss ich unbedingt haben. Und dafür nehme ich alle diese Nachteile, die ich damit einkaufe, nehme ich in Kauf. Das machen die nicht. Deswegen ist der Markt erstaunlich klein. Schauen wir, wie es nächstes Jahr ausschaut. Professor Indra, herzlichen Dank für Ihre Beobachtung und bis demnächst.